Kurz informiert mit Isabel Grünewald. Europas Banken sollten sich laut Bundesbankvorstand Burkhard Balz sputen bei der Schaffung eines eigenen Systems für mobiles Bezahlen an der Ladenkasse. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte Balz, er wünsche sich angesichts der Konkurrenz aus den USA und China etwas mehr Tempo im Bankensektor. Die Corona-Pandemie zeige, wie wichtig europäische Systemsouveränität sei, sagte Balz und verwies auf eine europäische Initiative für ein einheitliches Bezahlsystem an der Ladenkasse, im E-Commerce und für Nutzer-zu-Nutzer-Zahlungen. Im Zuge der Corona-Krise werden kontaktlose Bezahlverfahren immer gefragter. Die Unionsfraktion im Bundestag hat die Telekommunikationskonzerne wegen Verzögerung beim Ausbau des jetzigen Mobilfunkstandards 4G scharf kritisiert. Die Verschleppungstaktik der Mobilfunknetzbetreiber ist unverantwortlich, sagte der stellvertretende Unionsfraktionschef Ulrich Lange der dpa. Eigentlich sollten bis Ende 2019 98% der deutschen Haushalte mit einer Downloadgeschwindigkeit von mindestens 50 Mbit pro Sekunde versorgt sein. Für Autobahnen und ICE-Strecken hatte die Bundesnetzagentur eine vollständige Abdeckung vorgegeben. Während Telekom und Vodafone bisher knapp an den Vorgaben scheitern, hat Telefonica nur etwa 80% der Auflagen erfüllt. Ein offenbar seit fast einem Jahr bestehender Bug in macOS, der zu einer unnötigen Speicherverschwendung beim Importieren von Mobilgerätefotos führt, betrifft mehr Apps als bislang gedacht. Der Fehler war zunächst in Apples Werkzeug Digitale Bilder oder Image Capture aufgetaucht. Beim Importieren von iPhone- und iPad-Aufnahmen schreibt das in macOS integrierte Standard-Tool rund 1,5 MB an Leerdaten in jede Bilddatei. Wie die Macher der App NeoFinder nun feststellten, besteht das Problem systemweit. Um den Fehler zu verhindern, muss man in den Einstellungen von iPhone und iPad das HIVE-Format ganz deaktivieren. Am 4. Mai 2000 wurde eine folgenschwere E-Mail von Manila nach Singapur geschickt. Mit ihr verbreitete sich der Wurm I love you mit rasanter Geschwindigkeit über das Internet. Auf seinem Weg von Ost nach West infizierte er Millionen von Windows-Rechnern und sorgte für einen geschätzten Schaden von 5,5 Milliarden Dollar. Zu den Opfern der Liebesattacke zählten große Firmen wie Ford und Merrill Lynch, aber auch das britische Parlament und die niedersächsische Landesregierung. Diese und weitere aktuelle Nachrichten finden Sie ausführlich auf heise.de.